Hallo Freunde der Recycling Gelbsucht, hier ist wieder euer Mario und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, bei mir und meinem voll wiederverwertbaren Springfield. Hä? Wenigstens stimmt's. Ja, ich kann alles einpacken und wieder rausholen und irgendwo anders hinsetzen. Das ist alles voll wiederverwertbar. Allerdings wäre es schön, wenn der scheiß Ladebildschirm jetzt endlich mal verschwinden würde! Verpiss dir! Husch! Husch! Alter! Könnt ihr mal die Eier zwicken so? Ach ja, guck mal, da haut er schnell ab, die Kleine. Das Glied ist eine Beutelratte fangen. Oh, das dauert aber, glaube ich, 8 Stunden? 4 Stunden? 4 Stunden oder 8 Stunden? Egal. Ich zeige euch jetzt sowieso erst noch, was die letzten Tage passiert ist, beziehungsweise den zweiten Teil von dem, was ihr am Samstag schon habt sehen können. Kommt jetzt und dann theoretisch, praktisch sehr wahrscheinlich auch, sehen wir uns dann auch gleich direkt dann noch den Schluss von Poochies Hundstagen an. Oder so. Also, Frink, Sie haben Ihre komische Sci-Fi-Maschine eingesetzt. Wo bleibt Poochie? Ich glaube, der wartet wie alle coolen Typen noch etwas auf seinen dramatischen Auftritt. Kann nicht mehr lange dauern. Yo, yo, YOLO, Bro, Poochie ist im Haus. Squad, ist das lit oder ist das lit? Gott. Er will sich an uns ranwanzen. Ein Halfpipe. Yeah, Baby, mit einem Basketballkorb. Eine Halfpipe mit einem B-Ball-Korb. Nicht schlecht. Jetzt bin ich ja fast gespannt, was der Typ da... Poochie in the house, yeah man, baby! Leute nennen mich Poochie, wow, ich rock im TV! Oh Gott, du bist so schlecht. Kinder, lasst die dämlichen Hausaufgaben sein und kommt euch diesen Cartoon anschauen. Dad, ich freue mich ja, dass Itchy und Scratchy zurück sind, aber warum setzen sie uns diesen Poochie wieder vor? Echt? Als sie ihn das letzte Mal abgesetzt haben, gab es einen Tag schulfrei, um das zu feiern. Ja, aber Poochie wurde General überholt und ist jetzt super modern. Also schaut euch das besser an, wenn ihr nicht als Nullchecker in der Schule verprügelt werden wollt. Hä? Ein Typ, der das Wort Nullchecker benutzt, erklärt mir gerade, wie man cool ist. Psst, Poochie macht gleich einen Dank. Oh, ehrlich? Zeig mal her, zeig mal, was du kannst. Das war's. Full the donkey. Ein Dank machen. Come on. Show me your fucking dunk. Was geht bei euch, Itchy und Scratchy? Lust, ein paar frische Wellen abzusurfen, Bros? Das klingt wirklich spektakulär, aber wir waren gerade dabei, eine Szene zu proben. Wie probt ihr eine Szene, in der Itchy nicht in Säure taucht? Mit der Method Acting. Dann seid ihr zu beschäftigt, um euren besten Bro zu bewundern. Beneidenswert. Nicht. Extremes Recycling. Okay. Das mit nicht. Das ist schon uralt, Mensch. Du bist out, Poochie. Kein Wunder, dass die Kids dich nicht mögen. Ihr wollt bestimmt, dass ich jetzt das Set verlasse, damit ihr euer Schauspieler-Ding machen könnt. Muss schön sein, nicht abgesetzt zu werden. Nicht, dass es mir was ausmachen würde. War das jetzt bellend? Ich hab keine Ahnung. Oh, du darfst nicht aufgeben, Poochie. Bestimmt hast du schon bald dein TV-Comeback. Du hast recht. Und wenn meine Show erstmal wieder läuft, werdet ihr abkacken wie Babys. Uncoole Babys. Ey. Poochie ist draußen. Lässt nun Chaco fallen. Okay, das war jetzt ein Stift und ein Schraubendreher, kein Nunchaku. Aber für euch hat sich das jetzt angehört wie ein Nunchaku. Bart, bring mir noch ein Bier. Ich hol's schon. Warum bist du so scharf drauf, Dad in seinen Alkoholismus zu unterstützen? Der Blick ist geil. Weil ich ein Vermögen mit seinem Dosenpfand mache. 5 Cent pro Büchse. Der Blick ist auch nicht schlecht. Da läppert sich was zusammen. Die geben dir Geld, um für dich diese Dosen wegschmeißen zu dürfen. Nicht wegschmeißen, recyceln. Sie schmelzen die Dosen ein und machen etwas Neues daraus. Also nehmen sie eine alte, nutzlose Sache und machen daraus etwas Cooles.
Erzähl mir mehr, ja, so wie bei dir, obwohl du immer nicht cool bist. Poochie! Bro! Poochie rettet den Planeten. Genau die Art Publicity brauche ich für mein neues Image und das TV-Comeback. Oder muss ich TV-Comeback sagen? Dann machst du das alles nur aus Eigennutz? Natürlich, ist das ein Problem? Überhaupt nicht, solange es die Leute dazu bringt, mehr zu recyceln. Ich mache es doch auch, um mich über andere erheben zu können. Okay, Lisa. Welchen Slogan findest du besser? Bro, recycelst du schon? Oder Recycling stinkt, also tu es einfach. Hä? Hä? Die sind beide scheiße. So wie du, Pucci. Was los, Kids? Euer Boy Pucci ist im Haus. Oh, klong. Einmal ging das Mikro. Und erzählt euch jetzt mal was über Recycling. Wieso glaubt ihr, wir wissen nicht, was Recycling ist? Es ist wirklich nicht so kompliziert. Einfach die leere Dose in die Recyclingtonne. Fertig. Ich weiß, was euch überzeugen wird, dass Pucci es drauf hat. Ein funky Bildungsrap, während ich einen Dank mache. Schon wieder einen Dank machen. Dazu noch funky Bildungsrappen. Fast hätte ich ein böses Wort gesagt. Fast hätte ich ein echt böses Wort gesagt. Ich meine, ihr wisst ja, ich bin normal nicht so, was böse Worte angeht. Da kenne ich nichts. Aber das wäre scheiße gewesen. Mein Name ist Pucci D und ich bin hier, um zu rappen wie ein King von 3 bis 4. Ich bin ein heißer Hund und ich sage euch was. Meine Rhymes von 3 bis 4 sind einfach überkrass. Fuck you, ehrlich. Wort drauf, Kinder. Pucci ist am Start. Wirkt, als würde er gleich wieder anfangen zu rappen. Nichts wie weg. Vom P zum O zum O zum C. Diss mich nicht, Kids, denn das tut weh. Achso, ich hätte auf Deutsch sagen müssen. Okay. Sorry. Sagt es mir unverblümt, Jungs. Wie schafft ihr es, dass Kids euch so mögen? Vielleicht solltest du es einfach nicht so drauf anlegen. Ich? Drauf anlegen? Mir ist alles total wurscht. Ich werde denen zeigen, wie egal mir alles ist. Vielleicht solltest du dann das Gegenteil davon tun. Gute Idee. Ich mache noch mehr Werbung für Recycling. Dann müssen die mich mögen. Ich muss gar nichts. Scheiß muss ich. Dramatische Stimme. Achso. Die Erde steht kurz vor dem Kollaps. Müllkippen platzen aus allen Nähten. Abgaswolken verdunkeln den Himmel. Die kleine Jenny wollte ihre Limo-Dose recyceln. Aber leider ist sie zu jung, um die Schilder zu lesen. Und so gedankenlos, wie sie die Büchse in den Müll schmeißt, wirft sie ihre Zukunft weg und schon wieder ans Mikro gedotcht. Seid nicht wie Jenny, Kinder. Recycelt, bevor es zu spät ist. Zündet Explosionen, na gut. Ja, danke für eure Hilfe, Bros. Das hat gut getan, den Leuten zu zeigen, was mir theoretisch am Herzen liegt. Du bist echt ein Arsch. Die Kinder haben die Stadt verwüstet. Was habe ich getan? Oder was habe ich getan? Ich habe keine Ahnung. Was ist das jetzt? Wo kommst du bei mir her? Oh, hallo? Hä? Ich habe Dreck an der Hand. Hallo? So einfach so. Ich habe gar keine Ahnung. Du hast doch nichts mit Pucci zu tun, aber egal. Wenn ich die schon an der Hand habe, dann... Da ist der Polizeichef Wiggin, der böse Hund, der den Kindern eingeredet hat, es sei cool, alles voll zu müllen. Hä? Also gut, Hündchen, ganz ruhig. Nicht bellen, das kann ich nicht ab. Die Bullen, auf keinsten, Alter, ich gehe nicht in den Bau. Ich mach die Biege. Warte, Pucci, wo willst du hin? Du hast hier diesen ganzen Müllberg hinterlassen, den ich aufräumen muss, wenn du nicht... Hast du gesehen, wie er die Rampe runtergesaust ist? War das nicht Wahnsinn? Für mich hat er dabei alle Grenzen des Annehmbaren übersprungen, Dad. Meine Kindheit ist vorbei. Oh, Bart. Immerhin war sie bis hierhin doch ganz schön. Zeit, erwachsen zu werden. Produkttests lesen, Schuhe putzen und saisonales Obst essen. Oh, gratis Landmarke. Cool. Pucci hat euch alle kaputt gemacht. 4 Uhr. Kein Plan, was ich machen soll. Normalerweise würde ich jetzt Itchy und Scratchy gucken. Der blöde Pucci hat alles ruiniert mit seinem umgedrehten Cappy, der Lederjacke und den schnellen Schnitten. Der ist echt so mies. Hey, was, wenn wir uns die Sendung nur angucken, um uns über sie lustig zu machen? Au ja,
Wir ziehen darüber her und können uns nebenbei voll schlau fühlen. Und bei der Werbung schalten wir nicht weg. Genau, damit wir auch darüber herziehen können. Oh Gott, Lisa. Bart kann ich ja nachvollziehen, aber Lisa kann ich nicht. Nein. Ich glaube, ich habe sie abgehängt. Dann werde ich wohl mal auf meinen Heimatplaneten zurückreisen. Ach so, eine. Pucci, dies hier ist dein Heimatplanet. Du hast recht, Kleine. Das ist sprichwörtlich jedermanns Planet. Nein, nicht sprichwörtlich, tatsächlich. Stehen bleiben, Pucci. Ich habe jede Menge Strafzettel mit deinem Namen drauf. Umweltverschmutzung, Beihilfe zur Umweltverschmutzung und Mord. Ach nee, der letzte lautet auch auf Umweltverschmutzung. Du hast 30 Tage, um die Bußgelder zu zahlen. Hier unterschreiben. Moment, Sie wollen mein Autogramm? Ich bin zurück! Nein, bist du nicht. Hoffe ich doch zumindest. Wenigstens das ist vorbei. Yo, Bros, Mario's back in the house. Oder so. Ist doch Schwachsinn, ernsthaft. Gut, ihr habt's gesehen. Pucci ist mehr oder weniger rum. Ein Preis fehlt noch, den hole ich mir jetzt. Gleich, erstmal will ich jetzt echt endlich wissen, was ist das? Glückwunsch, du hast 24 Stunden. Naja, aber immerhin. Immerhin 24 Stunden. Pucci's Hundstage enden am 25. Juli. Verdiene dir alle Inhalte, bevor es zu spät ist. Ich dachte, das wird bis zum 28. gehen. Interessiert mich aber auch nicht. Ich hole mir jetzt hier alles, was ich brauche. Alles, was ich brauche, Bro. Na, komm, husch dich hier. Husch, husch. Na, komm schon. So. Oh, Mann, was für ein Schrott. Ich kann es kaum erwarten, morgen in der Schule darüber abzulästern. Ich werde die Folge sezieren wie ein literarisches Werk. Ja, stimmt ja, die beiden haben ja die Show extra geguckt, um sich darüber lustig zu machen. Und die Werbung nicht weggeschaltet, um sich darüber auch noch lustig zu machen. Aha, also gefällt sie euch doch. Wir gucken uns das nur ironisch an. Der Blick schon wieder geil. Wir lachen an den Stellen, an denen man gar nicht lachen soll. Aber trotzdem lacht ihr und habt Spaß, nicht wahr? Ja, ironischerweise. Ich werde alt und krank. Hä? Gegenstand jetzt platzieren, da. Nee, nicht da bei die Simpsons. Nicht da bei die Simpsons. Lass mich mal hier. Hör auf, so zu ruckeln. So macht das keinen Spaß. Ruckel, ruckel, zuckel. So, komisches Auto. Wird einmal gedreht und kommt hier hin. Auf den Hund gekommen, Teil 5. Ich dachte, das war das letzte Mal schon. Hey, starke Leistung, Homer. Unsere Quoten gehen durchs Dach. Hey, hey. Die heutige Sendung hatte die meisten Zuschauer seit der Folge, in der ich versehentlich El Chapo interviewt habe. Okay. Aber lachen unsere Zuschauer auch über die richtigen Stellen? Von mir aus können sie auch heulen, solange sie nicht umschalten. Welche Ideen haben sie für die nächste Folge? Wie wäre es, wenn Pucci ein Auto klaut? Aber das ist eigentlich ein Taxi und er muss ständig Leute herumkutschieren. Das ist lustig. Moment. Finden sie das wirklich oder lachen sie nur, weil sie wissen, dass ich sie zum Lachen bringen wollte? Genug herumphilosophiert. Stecken Sie Pucci in die Karre und ab geht Ihre Taxifahrt. Lass Homer sich darüber ärgern, was die Leute so lustig finden. Ah, okay. Eigentlich hatte ich ja vor, jetzt alles, was mir jetzt noch so gebracht wird, mir mit Donuts schnell zu erkaufen. Aber das sind hier zwei Donuts. Und dann hier nochmal zwei Donuts. Wenn nicht sogar noch mehr. Das muss ich erstmal schnell schauen. Auf 4 sogar. Was hier? Was mit Homie? Was beim Homie, Baby? Hier, macht doch gar nichts. Sau. 2 und 4 und dann habe ich hier nochmal... Wie viel brauche ich? 5. 1, 2, 3, 4. Da waren aber viele Kinder in dem kleinen braunen Haus. Da stimmt doch irgendwas nicht. Ach so. Die sind schon... Okay, dann hau mal rein hier. Ich habe sowieso mehr als genug Donuts. Hallo? Was nun? Ach so, hab ich schon. Juhu! Nun, was denkt ihr, Kinder? War eigentlich ziemlich witzig.
Über die Stellen, bei denen man lachen sollte, mussten wir auch wirklich lachen. Puh, dadurch wird's aber wieder öde. Und freiwillig komisch ist gut. Freiwillig und komisch ist öde. Genau. Der Ironiefaktor ist futsch. Du hast es verbockt, Dad. Du hast die Sendung irgendwie akzeptabel gemacht. Schon die Quoten gesehen, Homer? Es sieht nicht gut aus für unseren alten Freund Pucci. Hey, hey! Und für sie auch nicht. Sie sind gefeuert. Ironisch gefeuert? Nein! Ach ja, da sie nie einen Vertrag unterzeichnet haben, werden sie auch nicht bezahlt. Das ist schon irgendwie ironisch. Tatsächlich? Nein! Das ist einfach nur dumm für sie. Und jetzt raus hier! Lass Homer ungehend in einen Eimer Popcorn. Oh! Das will ich sehen. Oh scheiße, der macht das zu Hause. So ein Kack, das hätte ich echt gern gesehen. Die Animation hätte ich gern gesehen. Komm her, die zwei Donuts. Und dann haben wir hier noch schon wieder. Oh, jetzt wird es aber dann wirklich teuer. 2, 3, 4, 5. Ja, egal, die kann ich auch mitnehmen. Ach, der ist schon fertig hier, der Homie Baby. Ja, aber die Kiddies sind jetzt. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt wird's aber langsam teuer. Ich habe nur noch 469 Donuts. Das darf man keinem sagen. Hallo? Wo seid ihr? Ah, hier. Tja, es war eine schöne Zeit. Abgesehen von der vielen harten Arbeit und dem Psychostress, mich die ganze Zeit zu fragen, ob die Leute die Sendung auch wirklich mochten. Was wird jetzt aus dir, Pucci? Wirst du zurück auf deinen Heimatplaneten geschickt? Oh, Homer, du bist... Nein, ich bleibe hier. Dieser Planet ist eigentlich ziemlich cool. Nicht! Ich hab's dir schon mal gesagt, Pucci, Mann, das ist uralt, ernsthaft. Das ist aus den, ich weiß gar nicht, 80ern oder 90ern? Wayne's World. Die haben den Spaß schon gemacht. Außerdem funktioniert das auf Deutsch nicht, das funktioniert nur auf Englisch. Meistens. Ach ja. Der Witz wird nie alt. Komisch. Ich hätte wetten können, ich habe gerade darüber sinniert, dass er sehr wohl schon alt ist. Letztes Ziel erfüllt. Glückwunsch, du hast auf den Hund komplett 7 abgeschlossen. So. Was nun noch? Glückwunsch, du hast Pucci's Hundstage abgeschlossen. Wird Pucci jemals ein Comeback feiern? Spiele weiter und finde es heraus. Warum soll ich das jetzt noch weiterspielen? Was soll ich denn jetzt hier noch weiterspielen? Hä? Es gibt ja nicht mehr irgendwas. Hallo? 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 Klitus. Du olle Klitoris, fang mal eine Beutelratte. 8 Stunden, hab ich doch gewusst. Ja, aber ernsthaft, ich meine, hallo? Ich soll weiterspielen, um es herauszufinden. Aber ich kann doch gar nicht weiterspielen. Hier ist ja gar nicht zum Weiterspielen. So, ein Cheat. Na gut, dann würde ich sagen, ich glaube, ich kaufe mir jetzt erst noch schnell irgendwas für Donuts. So 200, 300 Donuts sollte ich jetzt eigentlich, würde ich jetzt schon gerne ausgeben. Ich meine, das bringt ja nichts, die zu sparen und alles und dann wirklich auszugeben für was. Die Frage ist halt bloß, was? Was soll ich mir kaufen? Jammern auf hohem Niveau. Was haben wir denn hier? Ein Picknickplatz. Kann Pucci Drehbücher schreiben? Ja, brauche ich jetzt nicht mehr. The Reality Channel Van. Kann Pucci Drehbücher schreiben? Ja, brauche ich auch nicht mehr. Hier. Beer and Brawl. Immerhin kriege ich 35 zurück. Stu's Disco wäre auch cool. Disco Stu finde ich eigentlich. Der Typ ist zwar bescheuert, aber irgendwo finde ich ihn trotzdem cool. So ein bisschen Kult. Hat so ein bisschen was Kultiges. Ich glaube, ich nehme das Beer and Brawl jetzt hier erstmal für 140 Öckens. Für 140 Beer and Brawl. Beer and Brawl, das passt eigentlich voll gut in meine japanische Ecke hier, oder? So hier vielleicht so. Passt voll geil von Fuji-san. Nee, aber hier würde es jetzt zum Beispiel ganz gut hinpassen, oder? So, an die Bar, an die DAF-Brauerei und ans DAF-Stadion. So. Ja, will ich? Nein, will ich ja eigentlich nicht, aber ich kriege sowieso 35 zurück. Davon abgesehen, oder daher ist es ja sowieso relativ schnuppe. Oh, jetzt kriege ich wieder was Neues.
Ich bin wirklich so froh, dass ihr mich zum Spielen eingeladen habt, Lurleen. Ist das nicht diese komische Country-Sängerin, mit der Homie mal was hatte? So halb was hatte, auch als ihr, ich will mal Coach sagen, Manager? Es gab eine Zeit, als das Singen im Beer'n Brawl der Höhepunkt meines Tages war. Jetzt hoffe ich nur noch, dass ich nicht so blöd bin, einfach alles zu schnell wegzuklicken, weil ich blöd bin. Weniger quatschen, mehr singen. Ich bin zu depressiv, um Blues zu singen. Oh Gott, zu depressiv, um Blues zu singen, okay. Wenn es bloß einen noch traurigeren Weg gäbe, mich auszudrücken. Ja, frag mal Zahnfleischbluter Murphy. Wie wäre es mit Poesie? Diese Jungs scheinen ziemlich deprimiert zu sein. Wahrscheinlich wegen ihrer fehlenden Berufsaussichten der öffentlichen Nichtbeachtung. Nö, Jewel hat uns in Versform alles gesagt, was gesagt werden muss. Who the fuck is Jewel? Egal. Hey, was ist mit Grunge-Musik? Da runzelt man schon die Stirn, wenn man das nur ausspricht. Grunge, Grunge. Da fühle ich mich wie eine schmutzige Toilette. Okay. Ich glaube, die 90er haben ein Comeback. Naja, ich weiß nicht, wo Wayne's World herkam, aber Pucci fand das wohl auch noch ganz cool. War Wayne's World 80er oder 90er schon? Oder doch 80er noch? Ich habe keine Ahnung. Außerdem kannst du deine ganzen karierten Händen aus deiner Country-Zeit weitertragen. Ach so. Dann steht es fest. Ich gründe eine Grunge-Band. Aber erst muss ich ein paar Bandmitglieder finden. Und wie willst du das schaffen? Ganz einfach. Kleinanzeigen im Internet. Ich schalte eine Anzeige für ein Barbecue. Eine Barbecue-Grube. Kaufe sie, gebe ein Barbecue und hoffe, dass ein paar potenzielle Bandmitglieder auftauchen. Aha, das ist idiotensicher. Okay, dann kommt bestimmt nur Homie, Baby. Platziere die Barbecue-Grube. Da ist die Barbecue-Grube. Hier, am besten so direkt neben den Laden hier. So. Oh, was ist das? Ein Speicher? Nö. Achso, ich hatte schon eine von Duff oder wie? Oder wo oder wer? Jetzt bin ich irritiert. Lass Lurleen überfahrene Tiere grillen. 24 Stunden lang, okay. So, dann hatte ich, glaube ich, gesagt, aber es gibt doch keinen Tresor mehr oder irgend sowas. Das Missbilding der Eichhörnchen, das wäre ja eigentlich auch geil, oder? Das Missbilding der Eichhörnchen, das Sleep Easy Motel. Nee, ich glaube, weil mich das so an Marge erinnert, das finde ich jetzt cool, das kaufe ich mir jetzt auch. Homer, was ist mit deinem Kopf passiert? Ach, das ist nichts. Maggie hat eine Bowlingkugel drauf fallen lassen. Was? Und das war ein Unfall. Maggie hat die Kugel zwar aus der Tasche genommen und angeschubst, aber schuld sind doch die Gesetze der Schwerkraft. Das war kein Unfall. Diese ganzen Cartoon-Figuren sind ein schlechter Einfluss. Keine Angst, Marge. Ich bin dir schon weit voraus und habe die perfekte Lösung gefunden. Du sorgst also dafür, dass diese Cartoons wieder verschwinden? Sei nicht albern, ich erwecke einfach eine weitere Figur zum Leben. Das missbilligende Eichhörnchen. Lass das! Du weißt genau nicht, was ich meine. Missbilligendes Eichhörnchen. Ich dachte, es kommt sowas wie, lass das, ich hasse das, ich hab schon wen, der macht das. Aber egal. Eine harte Nuss. Oh, 60 Minuten nur, cool. Dann kaufe ich mir jetzt noch. Was kaufe ich mir denn jetzt noch? Ich kaufe mir jetzt noch. Ich glaube. Ich weiß gar nicht, wo ich das finden kann. Das müsste ich jetzt erst suchen. Eigentlich wollte ich mir noch die Dings kaufen. Also, das ist bestimmt oben bei den Premiums. Premium! Oh, hier ist gar nichts. Hier ist nur komisches Zeug. Hm? Ach so. Jetzt kann man nur 24 Stunden kaufen oder was? Ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? Mach mich nicht schwach. Mach mich nicht schwach. Wo ist er hier, mein? Wo ist mein? Hallo? Aufladen. Okay. 10 Tage. Ach so, ja logisch. 10 Tage. Idiota. Wie viel habe ich überhaupt noch? Steht das hier irgendwo? Nö. Aber steht hier. 3 Stunden nur noch. Oh, okay. Dann haue ich hier erst jetzt nochmal 10 Tage raus.
Und dann wollte ich mir eigentlich die Dings kaufen. Die... Okay, ich kauf's mir nicht. Ich verabschiede mich für heute. Ich kaufe es das nächste Mal. Dann würde ich sagen, war's das von mir für diese Runde. Wenn es euch denn gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare oder abonniert den Kanal, falls ihr das nicht ohnehin schon längst getan habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt viel Spaß da draußen bei dem geilen Wetter. Wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos. Ciao.